Ich bin die Gisela, bin 56 Jahre alt. Mein Beruf ist Koch-Kellner und ich komme aus der Südweststeiermark und ich suche über die Sendung einen Partner fürs Leben, der was mit mir meinen restlichen Wegabschnitt geht. Seit wann sind Sie allein? Ich bin seit 7 Jahren alleine. Und in den 7 Jahren niemanden Schon, es hat getroffen? schon getroffen, aber die sind meistens verheiratet. Und ja, man hat gewisse Vorstellungen von einem Partner. Und das war bis jetzt noch nicht dabei. Wie ist denn Ihre Vorstellung? Auf jeden Fall soll man groß sein, schlank, sportlich. Er soll nett sein, der Charakter muss natürlich passen. Und ich möchte einfach in einen Mann alles. Also ich möchte einen Kumpel haben, einen Freund haben und einen Partner haben. Und ich möchte mich auch von ihm verwöhnen lassen, sofern es die Zeit erlaubt. Warum betonen Sie das so? Weil ich das bisher noch nicht so wirklich gekannt habe oder kennenlernen durfte. Nee? Nein, nicht wirklich. Es war so Ist aber etwas. traurig. Ja, ich weiß. Was glauben Sie, was schuld ist? Ich weiß es nicht. Wie lange haben denn Ihre Beziehungen gedauert? Das erste Mal, wie ich verheiratet war, da war ich 7 Jahre verheiratet. Und das zweite Mal, wie ich verheiratet war, das waren mit 1,5 Jahren. Das war kurz, gell? Ja, das war Wieso kurz. so kurz? Ja, er hat mich ausgetauscht für eine Junge. Haben Sie mit den 2 Männern, mit denen Sie mal verheiratet waren, Kontakt noch? Nein. Waren Sie so verletzt? Ja. Schon. Und beide haben Sie betrogen? Ja. Mein erster Mann, das war ein obligatorischer Fremdgeher. Er ist heute genauso alt wie ich, ist er heute noch. Also er steht dazu, er hat mir das auch immer wieder gesagt. Er braucht die Abwechslung, er liebt die Abwechslung, er braucht die Bestätigung, okay. Aber irgendwann sagt man mal, es ist Stopp, ich möchte nicht mehr. Und ja, und dann habe ich einfach mein Leben müssen selber in die Hand nehmen. Ja, und dann war halt Leben und Arbeiten und Überleben das Wichtigste für mich. Sometimes the night seems so long when you lie in bed all alone, and tomorrow seems so far away. I don't wanna live another day. Ich habe in jedem Mann manchmal das Schlimme gesehen. Also ich habe ihm oft auch wirklich keine Chance gelassen oder gegeben, es vielleicht zu beweisen, dass es nicht so ist, weil ich einfach so gekränkt war. Ich hatte nach meiner zweiten Ehe wirklich einen Mann, meinen Traummann gefunden. Das war Liebe auf den ersten Blick. Also mir hat es die Füße einfach weggezogen, wie ich ihn gesehen habe. Er ist natürlich auch Motorrad gefahren, er ist tanzen gegangen. Wir sind wandern gegangen, wir sind berg gegangen, wir sind Skifahren gegangen. Also es war für mich einfach ein neues Leben. Und da wusste ich eigentlich erst, dass einmal was anderes das auch noch gibt, als wie nur arbeiten. Dass man leben kann, dass man sich als Frau fühlen kann. Aber das war nur 17 Monate. Dann hat er seine große Liebe gefunden, die, was ich natürlich akzeptiert habe, weil jeder hat diese Chance nur einmal im Leben. Ich hatte sie auch und er auch. Und ich bin ihm nicht böse. Und wir haben heute nach wie vor noch hin und wieder telefonieren miteinander. Haben Sie nachgedacht, warum Ihnen das immer so passiert ist? Ich glaube mal, der Fehler liegt auch zum Teil an mir. Ich bin, glaube ich, zu gut. Wenn ich einen Partner habe, dann gebe ich 200%.
Ja, ich bin ein Gebermensch, ich kann nicht nehmen. Vielleicht war das auch ein Fehler. Aber ich habe eher immer so den Handgriff gehabt, die Männer, die was nichts gemacht haben. Die, was eher immer nur zu Hause gesessen sind oder sich verwöhnen haben lassen oder was weiß ich. Und das will ich einfach nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Ich möchte mich einfach wieder verlieben. Wann fehlt Ihnen denn der Partner? Vor allem, wenn ich vom Arbeit nach Hause komme, die Wohnung ist immer leer. Oder wenn ich zum Tanzen gehe oder Ball gehe zum Beispiel. Ich gehe wahnsinnig leidenschaftlich gern Ball. Und ohne einen Partner ist das halt irgendwie nicht okay. Es fehlt irgendwas. Oder in der Früh, wenn ich aufkomme, es fehlt irgendwas. Oder beim Frühstücken. Man muss alles irgendwo alleine meistern und man hat niemanden, den man sich irgendwo mal ausredet. Und wenn niemand da ist zum Fragen, ist das nicht okay.